In der Endschicht ist Silizium mit Phosphor verunreinigt. 4 der 5 Valenzelektronen des Phosphors sind im Siliziumkristall gebunden, während das 5. Elektron frei beweglich ist. In der P-Schicht ist Silizium mit Aluminium verunreinigt. Weil Aluminium nur 3 Valenzelektronen hat, entstehen im Siliziumkristall positive Elektronenlöcher. Elektronen haben aus der N-Schicht Löcher aus der P-Schicht besetzt und Löcher aus der P-Schicht haben Elektronen aus der N-Schicht gebunden, sodass in der Grenzschicht ein Elektronenmangel in der N-Schicht und ein Mangel an Elektronenlöchern in der P-Schicht entsteht. Die vom Licht aus den Löchern herausgeschlagenen Elektronen bewegen sich durch die N-Schicht über die Glühlampe zur P-Schicht, wo sie die dorthin gewanderten Löcher wieder mit Elektronen besetzen.